Augenpflege empfehle ich kosmetische Reinigungstücher. Empfehlen. Da könnt ihr die in dieser Form oder die Runde, die jede Frau meistens daheim hat, um sich abzuschminken, die sich bewähren für die Augenpflege. Oder wenn man extra für Tiere will, das sind so Mikrofaserpads, die sich auch bewähren für die Augenpflege und nicht die Fuseln. Und dann, wenn jetzt jemand die Produkte von Schopo nicht anwenden will, dass es zu kompliziert ist, gibt es natürlich die Luxusversion. Das sind getränkte Augenpflegestücher, die ihr einfach jetzt auch eins rausnehmen könnt und die das Gleiche bewirkt. Also die sind sehr nass und jetzt auch im Hunger einfach könnt die Augen pflegen mit denen. Wo das Auge nicht reizt, wo das Auge entspannt, wo man auch reingehen könnte, ins Auge, die wären extra für die Augenpflege. Und die Fussel auch nicht wieder sieht und hätte die gleiche Wirkung und sie wirklich ziemlich nass, wo ihr das auch fast anbringt, nicht gleich. Aber die sind jetzt zum Beispiel auch ideal, wenn ihr unterwegs wärt, weil da habt ihr auch nicht immer alles dabei. Und jetzt seht ihr, oh, mein Hunger hat irgendein Fädeli im Auge, statt mit den Fingern drin von den Bakterien her, dass ihr halt das zum Handtäschchen auszückt. Und dann einfach wirklich mit dem geschwind jetzt Äugeli reinigen. Oder wir können jetzt auch hier rein, wenn man sieht, es ist ein Fremdkörper und da passiert nichts.